Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Es geht direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich bei unserem Indoor-Gehege. Wir bauen jetzt hier das Dach oben drauf. Die Inneneinrichtung war ja soweit schon fertig und beim Dach war es natürlich ein bisschen problematisch, weil ein rundes Dach zu bauen ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil dafür gibt es keine vorgefertigten Teile. Da muss man dann selber so ein bisschen was bauen. Und ich habe einfach erstmal ausprobiert, einfach ganz normale Glasdächer oben auf jede Wand zu platzieren. Und ich meine, dadurch entsteht ja auch so eine Rundung sozusagen. Natürlich überlappen dann die Dächer so ein bisschen. Aber ich fand am Ende das Ergebnis gar nicht so schlecht, weil das Dach hatte dann so ein leichtes Muster. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und in der Mitte habe ich dann oben auch einfach die Lücke freigelassen. Dann kommt nochmal so ein bisschen Frischluft und sowas rein. Also das hätte ich natürlich auch noch zubauen können. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass oben dann noch so ein kleiner Kreis offen war. Als nächstes habe ich nochmal einmal rundherum um das Gebäude so eine kleine Zierleiste gemacht, oben beim Dach. Und ja, das habe ich auch schon ganz unten gemacht, beim Rand. Und deswegen habe ich das Ganze oben auch nochmal gemacht. Sowas gibt dem Gebäude natürlich immer so ein bisschen Tiefe und lässt das Gebäude nicht ganz so platt wirken. Ist ein sehr einfaches Deko-Element, also leicht zu platzieren. Und ich finde, das macht wirklich viel aus. Dann mussten wir uns natürlich auch noch um den Eingang kümmern. Da haben wir beim letzten Mal bemerkt, dass die Elefanten sozusagen durch diesen kleinen Eingang, den ich eigentlich geplant hatte, nicht durch können, obwohl sie eigentlich vom Körper her durchpassen würden. Aber für das Spiel hat es halt nicht ausgereicht anscheinend. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach hier nochmal eine Wand rechts daneben zu entfernen und den Eingangsbereich einfach sozusagen zwei breit zu machen. Und ich habe ihn auch noch ein bisschen erhöht. Also ich habe mich dazu entschieden, die Säule nochmal ein bisschen anzuheben und das Ganze einfach viereckig zu gestalten. Dann haben die Elefanten auf jeden Fall viel, viel mehr Platz, um da durchzukommen. Und das sollte dann am Ende auch auf jeden Fall reichen. Danach ging es dann schon an das Außengehege hier. Ich habe natürlich jetzt erstmal mich um den Weg so ein bisschen gekümmert, die Treppe hier nach unten gebaut, weil hier soll später natürlich ein Weg nach oben führen, wo die Besucher dann auch von runterschauen können und da soll auch noch so eine Art Gebäude hin. Und dann ging es schon an das Außengehege, an die Gestaltung von dem Außengehege. Dort habe ich mich auch erstmal so ein bisschen mit dem Landschaftstool ausgetobt. Ich wollte auf jeden Fall noch im Außenbereich ein etwas tieferen Wasserbereich machen, wo die Elefanten auch mit dem ganzen Körper rein können und sich richtig abkühlen können, weil im Indoor-Gehege ist zwar auch schon so ein bisschen Wasser, aber da können sie halt wirklich nur so ein bisschen planschen und mit den Füßen rein. Die Ränder habe ich hier so ein bisschen mit Klippen abgesteckt, finde ich immer schöner, die Klippentextur so ein bisschen zu haben, weil es wird dann alles eckiger und kantiger und ist nicht ganz so glatt und langweilig. Und ihr seht schon, ich habe das Ganze in so einem kleinen Rundkreis hier gemacht, weil das sollte sowas wie ein schönes Planschbecken hier in der Ecke werden. Und der Wasserbereich sollte halt auch so ein bisschen eine besonderere Form haben und nicht ganz so langweilig aussehen. Deswegen habe ich mir überlegt, da hinten in der Ecke so einen etwas tieferen Wasserbereich zu lassen, wo die Elefanten dann auch wirklich komplett mit dem gesamten Körper ins Wasser können. Und hier vorne einfach das Ganze nochmal so ein bisschen flacher zu lassen. Und da kommt nachher auch noch so ein bisschen Gestaltung hin und natürlich wieder ein wunderschöner Wasserfall ist geplant. Und dann ging es auch schon hier an die Bepflanzung hier im Außenbereich beim Wasserbecken und ich habe mich dann so ein bisschen durchgeklickt und habe mir die Bäume angeschaut und letztendlich habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze so ein bisschen paradiesischer zu machen und hier so richtig schöne Palmen so ein bisschen unterzubringen und das Ganze schön grün auszuschmücken, wie so eine kleine Oase für die Elefanten. Das fand ich eigentlich ganz schön. Thank you.
Als nächstes ging es dann an den vorhin schon angesprochenen Wasserfallbau. Wasserfälle habe ich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr gerne gebaut und ausprobiert, weil sie halt sowas Neues für mich waren und ich einfach so ein bisschen testen wollte und ausprobieren wollte. Und ich finde, Wasserfälle sind halt wirklich immer richtig cool in Gehegen. Also die geben dem Ganzen wirklich so ein bisschen Dynamik, so ein bisschen Bewegung und sind so ein richtiges Highlight. Das habe ich ja schon in der letzten Folge angesprochen. Also ich kann mir fast gar nicht mehr vorstellen, ein Gehege ohne Wasserfälle zu bauen oder ohne irgendeinen fließenden Wasserfluss oder sowas. Da gibt es ja sicherlich auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Vielleicht so einen kleinen Bach oder einen kleinen fließenden Fluss oder sowas zu machen. Das geht mit diesen Düsen sicherlich auch. Also, dass man das Wasser wirklich so hinbekommt, dass es aussieht, als wenn es fließt. Der Wasserfall, den ich jetzt hier im Außenbereich gebaut habe, der war jetzt auch gar nicht so mega krass. Also, der war relativ niedrig und eher so eine längliche Felswand. Und da sollte halt so ein ganz bisschen Wasser dann im Endeffekt runterfließen. Einfach nochmal so als kleines Highlight für den Außenbereich. Dann habe ich als nächstes einen Mitarbeiterweg hier verbunden, einfach damit ich meine indischen Elefanten mal eben in das Gehege bringen kann, um den Feinschliff für das Gehege dann im Endeffekt zu machen, weil ich brauche ja am besten die Elefanten im Gehege, weil dann kann ich direkt an den Werten von den Elefanten sehen, was sie noch so brauchen, ob sie mehr Erde brauchen, ob sie mehr Wasser brauchen, ob sie mehr Pflanzen brauchen und sowas. Und deswegen habe ich sie einmal kurz hier platziert, habe dann auch schon angefangen, für den indischen Elefanten einige Attraktionen und sowas in das Gehege zu packen, dass er hier was zu spielen hat, dass er auch so ein kleines Schlammbad hat oder mal so ein Kratzding, wo er dann ja, sich mal kratzen kann. Und natürlich darf auch Essen und Trinken nicht fehlen. Trinken habe ich vorhin schon im Indoor-Bereich platziert, das habt ihr ja schon gesehen. Ich habe wieder so eine Wasserleitung genommen, die sich sozusagen selbst immer wieder nachfüllt, damit die Pfleger halt nicht immer in das Gehege rennen müssen. Und den Futtertrog, den habe ich hier schön unter einer Palme im Außenbereich platziert. Ansonsten habe ich dann hier nochmal den Elefanten angeklickt und nochmal so ein bisschen den Untergrund an die Bedürfnisse von dem Elefanten angepasst. Hier in Blau sieht man jetzt auch nochmal den begehbaren Bereich für den Elefanten. Das Gehege war jetzt eigentlich relativ perfekt so von der Ausrichtung her. Der Elefant konnte eigentlich überall dahin, wo er hin sollte. Und ich war schon recht zufrieden jetzt mit dem Außenbereich von dem Gehege. Hab dann hier vorne nochmal ein wenig Glas hingemacht, damit die Besucher auch von hier vorne natürlich nochmal die Elefanten beobachten können. Und dann ging es schon an den Gebäudebau hier, der neben unseren Dom sozusagen grenzen sollte.
Also ich kann schon mal vorweg sagen, ich wollte jetzt hier in das Gebäude nicht mehr allzu viel Zeit stecken. Hab deswegen auch nicht so viel Wert darauf gelegt, wie das zum Beispiel von innen aussieht, das Gebäude. Dass wir da nochmal so ein paar Essensläden uns unterbringen, habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Das hätte man auf jeden Fall bei der Gebäudegröße noch locker machen können. Hier beim Eingang seht ihr jetzt, dass das Ganze leider nicht ganz mittig ist. Da müsst ihr einfach eine neue Gruppe anfangen sozusagen und die dann nochmal extra platzieren. Dann könnt ihr das Ganze an die andere Gruppe angleichen und schon habt ihr einen wirklich mittigen Eingang. Hier oben kommt dann nochmal so ein schönes braunes, im indischen Stil gehaltenes Geländer hin. Dann ziehe ich die Wände nochmal so ein bisschen höher. Und dann kommt ja auch schon das Dach drauf. Ich habe mich für das rote Dach hier entschieden, weil das nochmal für so einen richtig schönen Kontrast sorgt. Hab da jetzt aber keine Besonderheiten oder sowas gemacht. Ich habe einfach stumpf ein abgeschrägtes Dach genommen und das hat mir dann auch schon ausgereicht. Zu guter Letzt habe ich das Ganze dann noch ein bisschen dekoriert. Und damit war unser indisches Elefantenparadies fertig.